Hallo, Freund. Was ich dir jetzt sagen werde, ist top secret. Da gibt es eine mächtige Gruppe von Leuten da draußen, die im Geheimen die Welt regieren. Das oberste 1% vom obersten 1%. Die Kerle, die ohne Erlaubnis Gott spielen. Die Höhergestellten mögen jemanden mit meinen Fähigkeiten nicht. Bonsoir, Elliot. Und jetzt glaube ich, dass sie mich verfolgen. Eine Verschwörung, die größer ist als wir alle. Evil Corp. Ein Konglomerat des Bösen. Du solltest sofort zu AllSafe kommen. Schon wieder ein Angriff auf den Evil Corp Server. Wer hat das getan? Ein Konglomerat. Dass die Worte zu groß zum Scheitern ist, nicht mal annähernd beschreiben. Wenn wir ihr Rechencenter richtig treffen, können wir systematisch sämtliche Server formatieren. Wenn du das tust, setzt du damit die größte Revolution in Gang, die die Welt je sehen wird. Bist du eine 1 oder eine 0? Wirst du handeln oder nicht? Elliot, nur ein Techniker. Ich bin Larry Daly. Ich habe ein Bewerbungsgespräch bei Cecil Fredericks. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Vielen Dank. Ah, Teddy Roosevelt. Ja. Das war doch unser 4. Präsident, oder? 26. 26. Dieser junge Mann will bei uns als Nachtwächter anfangen. Er sieht irgendwie bescheuert aus. Ich zeige Ihnen alles. Dies ist unser Dioramasaal. Die kleinen Kerle kenne ich doch. Zur Linken unser Freund Attila der Hunne. Und in diesem Saal befinden sich die Säugetiere Afrikas. Der ist ja niedlich. Ein putzmunterer kleiner Feldbursche. Stimmt doch, Dexter. Nachts kann es hier mitunter ein bisschen unheimlich werden. Vielleicht lassen Sie hier und da ein paar Lichter an. Aber vor allen Dingen dürfen Sie auf gar keinen Fall irgendetwas hinein- oder hinauslassen. Hinaus? Das Chaos hier nicht dulden. Ruhige Nächte mehr. Feuer! Oh mein Gott. Kann ich die Schlüssel haben? Los, Jungs, befeuert das Dampfross. Verflixt und zugenäht. Komm doch mit mir zur Arbeit. Du wirst es nicht bereuen. Die Stunde entschieden zu wenig. Nachts im Museum. Ab 28. Dezember im Kino. Warum sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen. Die Welt rüstet schneller auf, als wir reagieren können. Wo ist 007? Du musst mir einen Gefallen tun, Bruder. Du bist der Einzige, dem ich trauen kann. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Sie sind Doppel-Null-Agentin? Seit 2 Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie. Dachte mir schon, dass Sie sich verstehen. Name? Bond. James Bond. Sie sind nicht tot? Hallo Q, ich habe Sie auch vermisst. Er ist der größte Trumpf, den dieses Land hat. Wenn Sie glauben, die Kontrolle zu verlieren. Nein, ich verliere nie die Kontrolle. Jane.
es ans Licht kommt, wird das dein Tod sein. Was ist das? Du weißt nicht, was das ist. James Bond. Lizenz zum Töten. Ein Leben voller Gewalt. Als würde ich mit meinem Spiegelbild sprechen. Aber ihre Fähigkeiten sterben mit ihrem Körper. Meine leben auch noch lange nach meinem Tod. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen. Wer weiß schon, was im unergründlichen Kopf dieser Plattenstars vorgeht. Wovor haben Sie Angst, Freddy? Man erreicht nichts, wenn man sich als jemand ausgibt, der man nicht ist. Das bereust du. Niemand wird Queen spielen. Wisst ihr nicht, dass Kostümzwang herrscht, Fred? Siehst aus wie ein zorniger Lurch. Wir müssen Eindruck schinden, Darling. Dann sag mal, was unterscheidet Queen von all den anderen? Möchte gern Rockstars, die ich treffe. Ich sage Ihnen, was es ist. Wir sind vier Außenseiter, die überhaupt nicht zusammengehören. Und wir spielen für andere Außenseiter. Die Ausgestoßenen, ganz hinten im Saal. Die vollkommen sicher sind, dass sie auch niemals dazu gehören. Zu denen gehören wir. Also der Familienname ist auch nicht gut genug für dich. Hab ihn gesetzlich eintragen lassen. Schau niemals zurück. Ich möchte mal etwas anderes machen. Das ist mein Geld. Also sage ich, was geht? Wir wollen uns nicht immer nur wiederholen. Nein, ihr könnt's noch besser. Freddy, sagen Sie bitte etwas zu den Gerüchten über Ihre Sexualität. Queen, wie lange kann das noch gehen? Du entscheidest nicht allein für die Band. Du hast ein sehr schwieriges Leben vor dir, Freddy. Wir sind eine Familie. Wir glauben aneinander. Und das bedeutet alles. Wir werden großartige Dinge tun. Was ist denn für Erlebnis? Liebe. Tragödie. Freude. Etwas, das den Menschen das Gefühl gibt, es würde ihnen gehören. Sieh jetzt die ersten 8 Minuten aus dem Film The Little Things. Jedes Detail zählt.
Ja, ist Blut. Gut. Ich hoffe, die verbluten dran. Das ist das dritte Mal in 2 Monaten. Da sind 47 Glühbirnen im G. Die kosten $3.10 pro Stück. Das macht 145,70 jedes Mal. Heißt 13 zusätzliche Essen, die ich verkaufen muss, um mich über Wasser zu halten. Hören Sie mir überhaupt zu? Ja, Sir. Die Hälfte der Einnahmen kommt über die Interstate. Du fährst vorbei, du guckst nach oben. Versprich nicht gerade ein Happy Meal. Hey, Deke. Yes, Sir? Erinnern Sie sich noch an diesen Dreckskerl J.J. Kendricks, der den Supermarkt überfallen hat? Wir haben eine Zeugin, die ihn identifiziert hat, aber jetzt kriegt sie kalte Füße. Sicher will sie sich nur noch an eins erinnern, dass er wirklich schöne Stiefel trug, mit schicken Nähten. Unvergesslich, wie sie sagt. Aber Kendricks wird auch bei einem Raubüberfall in L.A. verdächtigt. Ach, in L.A.? Ja. Führt das irgendwo hin? Ja, sie führt's wohin. Übermorgen ist eine Voranhörung. Es wurde Antrag auf Klageabweisung gestellt. Sie fahren nach L.A., bringen uns Blutanalyse und Stiefel. Sie identifiziert sie und die Verhandlung wird angesetzt. Die haben die Blutgruppe schon bestimmt? So sieht's aus. Aber dann ist das Problem der Staatsanwaltschaft, Captain, nicht unseres. Doch, es ist unser Problem. Keine Beweise, keine Verurteilung. Ich hab niemand sonst. Ja, Sir. Jetzt sieh mich nicht so an, du warst die letzten beiden Wochen verschwunden. Ah. Dann bis heute Abend. Ich bin hier, um ein beschlagnahmtes Beweismittel abzuholen. Es hieß, das wäre hier. Ja. Entschuldigen Sie mal. Das Beweismittel ist hier. Aber dafür brauche ich eine Unterschrift. Ah, nicht Ihre. Ich brauche eine Freigabe von der Mordkommission dafür. Morgen ist eine Voranhörung. Ist nicht mein Problem. Der Captain will den Beweis noch untersuchen lassen. Wurde er doch längst. Wem sagen Sie das? Er will eine zweite Untersuchung. Wird zur Regel. Schon gehört. Besorgen Sie mir eine Unterschrift, dann können Sie mit den Dingern hier meinetwegen gerne rausstiefeln. Hey, hey! Ist das Ihre? Ja, runterlassen. Sie haben mich zugeparkt. Wieso haben Sie nicht Bescheid gesagt? Weil ich keine Zeit habe. Sie wollen eine Extrawurst, gehen Sie zurück nach Kern County. Lassen Sie ihn runter. The Little Things. Jedes Detail zählt. Hier auf YouTube.